Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu dieser heutigen Podiumsdiskussion zum Thema organisierte Suizidhilfe. Darf ich Ihnen kurz vorstellen, mein Name ist Erwin Kress, ich bin Vizepräsident des Humanistischen Verbandes Deutschland, Sprecher zu dem Bereich Autonomie am Lebensende und möchte Sie kurz in unser heutiges Thema einführen. Bevor ich dies tue, darf ich unter Ihnen Herrn Werner Kerstin begrüßen, den Bundesvorsitzenden der Humanistischen Union, die diese Veranstaltung freundlicherweise unterstützt, ebenso wie das die Giordano Bruno Stiftung. Der Humanistische Verband Deutschlands ist eine Weltanschauungsgemeinschaft von Konfessionslosen. Humanität ist uns Programm. Wir setzen uns seit über 20 Jahren für Selbstbestimmung am Lebensende ein. Wir tun dies nicht nur theoretisch, sondern wir unterstützen die Menschen auch praktisch bei der Gestaltung ihres Lebensendes, sei es in Betreuungs-, Pflege- oder im Hospizbereich. Bei dem humanen, am menschlichen Wesen ausgerichteten Sterben gab es erfreuliche Entwicklungen in der letzten Zeit. Zweifellos begrüßenswerte Fortschritte der Medizin wurde Einhalt geboten, wo eine seelenlose Apparatemedizin Leben sinnlos verlängerte. Der Mensch, der Sterbende, wurde wieder in sein Recht gesetzt. Er kann nun bestimmen, welchen Behandlungen er sich nicht mehr ausgesetzt sehen möchte. Ängstliche Patienten muss man dabei unterstützen, ihren Weg zu finden. Und ängstliche Ärzte müssen lernen, dies zuzulassen. Wenn man nun Behandlungen ablehnen darf, darf man auch das Weiterleben selbst ablehnen. Also selbst das eigene Leben beenden? Wir meinen ja. Wer noch seines Verstandes mächtig ist und keine sozialen Verpflichtungen mehr hat oder solche nicht mehr wahrnehmen kann, der darf seinem Leben ein Ende setzen, wenn er nicht mehr leben will. Manche halten dies für frevelhaft, weil sie den Menschen als Gottes Ebenbild sehen oder ihr Leben als Gottesgeschenk begreifen, das man nicht zurückgeben darf. Wer sein Sterben in Gottes Hand legen will und den Suizid deswegen ablehnt, der darf dies gerne tun. Wer jedoch eine solche Gottesvorstellung für alle verpflichtend machen möchte, wendet sich gegen den Souverän, das Volk. Man muss ihm sagen, dass wir nicht in einem Gottesstaat leben und ihn daran erinnern, dass er selbst auch keinen solchen Gottesstaat möchte, wenn denn der Gott ein anderer wäre. Unsere Vorstellung, dass der Mensch ein Recht hat, sein Leben so zu beenden, wie er dies im Rahmen seiner sozialen Verpflichtungen für richtig hält, steht heute nicht zur Debatte. Sie ist selbstverständliche Grundlage dieser Diskussion. Wir sprechen heute auch nicht über Palliativmedizin und Hospizversorgung. Es ist für uns keine Frage, dass die Angebote in diesem Bereich absolut unzureichend sind. Leider reicht auch der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Gröhl nicht weit, mit dem die Lage eigentlich verbessert werden soll. Er bleibt weit hinter den einhelligen Bekundungen zurück, die man in der Bundestagsdebatte zur Sterbehilfe dazu vernehmen konnte. Insbesondere die Menschen in den Pflegeheimen werden weiterhin wenig oder gar nicht palliative oder hospizlich betreut werden können. Aber auch das Thema Pflege steht heute nicht zur Debatte. Auch wenn die pflegepolitische Sprecherin
von Bündnis 90 Die Grünen, Elisabeth Scharfenberg, soeben feststellen musste, in Deutschland sei ein fortschreitender Werteverfall der Pflegeleistungen im Gange. Vielleicht schafft es hier das Bundesverfassungsgericht, den Staat an seine Schutzpflichten zu erinnern. Heute geht es alleine darum, ob den Menschen geholfen werden darf, wenn sie ihr Leben beenden möchten. Es geht darum, wer helfen darf, was die Voraussetzungen für eine Hilfe sind, was ihr entgegensteht. Und es geht darum, dass die Hilfe, wenn sie denn begründbar ist und gewährt wird, auch mit medizinisch sinnvollen Mitteln geschieht. Im Bundestag wird darüber debattiert, ob organisierte Hilfe zum Suizid zu verbieten sei. Menschen und Vereine, die eine solche Hilfe anbieten, sollen eventuell mit Gefängnis bestraft werden. Solche Hilfeleister werden verdächtigt, Menschen zum Suizid zu verleiten und mit der Not von Lebensmüden ein Geschäft zu machen. Wir wissen, dass dies oft Vorwände sind für solche, die den Suizid selbst verbieten möchten. Wer sich aber ernsthaft mit dem Thema befasst, der muss sich auf diejenigen einlassen, die er kriminalisieren möchte. Das ist bislang gar nicht oder unzureichend der Fall. Dies war der Anlass für uns, zu dieser Podiumsdiskussion Vertreter der beiden Sterbehilfeorganisationen einzuladen, die als solche in Deutschland Hilfe anbieten. Ich freue mich, dass der Rechtsanwalt Ludwig Minelli von Dignitas Schweiz und Dignitas Deutschland dieser Einladung gefolgt ist und begrüße ihn herzlich auf dem Podium. Kunden von Dignitas müssen zum Sterben in die Schweiz fahren. Bei Sterbehilfe Deutschland ist dies nicht nötig, da kommt der Sterbehelfer zum Patienten. Ich freue mich, auch Herrn Dr. Roger Kusch von Sterbehilfe Deutschland auf dem Podium begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Es ist sicher kein Zufall, dass beide Herren als streitgewohnte Juristen dafür kämpfen, dass ihre Organisationen Menschen Suizidhilfe gewähren dürfen. Aber lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch den Berliner Arzt Herrn Uwe Arnold im Publikum begrüßen, der wegen seiner vielfältigen letzten Hilfe ja auch von den genannten Strafandrohungen betroffen ist. Aus dem Deutschen Bundestag begrüße ich Herrn Professor Dr. Karl Lauterbach von der SPD auf dem Podium. Der organisierte Sterbehilfe gerne verbieten, sie den Ärzten aber in gewissen Grenzen erlauben möchte. Herzlich willkommen, Professor Lauterbach. Als seine Kollegin begrüße ich Frau Dr. Petra Sitte von der Partei Die Linken. Sie möchte zusammen mit Renate Künast und anderen die Tätigkeit von Sterbehelfern nicht verbieten, aber regulieren. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sitte. Nicht zuletzt begrüße ich Gita Neumann auf dem Podium. Sie wirkt seit über 20 Jahren als Referentin für Lebenshilfe in unserem Verband, war beteiligt beim Aufbau unserer Hospizarbeit und hat viele Menschen in schönen und in schwierigen Situationen am Lebensende begleitet, auch solche, die ihr Leben vorzeitig beenden wollten oder beendet haben. Herzlich willkommen, Gita Neumann. Damit darf ich das Wort weitergeben an Frau Heike Harhoff, die Moderatorin des heutigen Abends. Ich freue mich, dass Sie, die ansonsten als gesundheitspolitische Redakteurin bei der Tageszeitung arbeitet, diese Aufgabe übernommen hat.
Ihnen, Frau Haarhoff, ein herzliches Willkommen und viel Glück bei der Bändigung dieses Projekts.